Ole Kittner, die gute Nachricht ist vor dem Auswärtsspiel in Aalen, du bist wieder einsatzfähig, trainierst und kannst spielen. Genau, ganze Woche trainiert, am Wochenende noch ein paar Extraschichten geschoben mit den anderen Verletzten. Und ja, alles gut gegangen, macht Spaß. Der Trainer hat gerade in der Pressekonferenz mehr oder weniger durch die Blume angedeutet, dass Ole Kittner auch wahrscheinlich spielen wird. Okay, da war ich nicht dabei, das weiß ich nicht. Normalerweise erfährst du das ja dann am Spieltag erst selber, richtig? Ja, man kann ab und zu mal von der Trainingseinheit schon was ableiten, so, aber definitive Aufstellung kommt am Spieltag, genau. Wird aber schon wieder Zeit, ne? Also nach dieser Pause kribbelt es doch bestimmt, jetzt wieder selber eingreifen zu können. Du hast ja die letzten Spiele dann nur zuschauen können, als die Niederlagen eingefahren wurden. Jetzt musst du ran. Ja, auf jeden Fall. Also war natürlich ein bisschen unangenehm, weil wir gut drauf waren. Ich hatte mich auch super gefühlt und dann kam diese Kleinigkeit im Knie, die dann aber erledigt werden musste. Ja, umso mehr freue ich mich, dass jetzt wieder losgeht, dass ich wieder im Training bin, keine Probleme habe und ja, freue mich aufs Spiel. Also du bist wirklich komplett beschwerdefrei, da hemmt dich nichts mehr? Nee, bin absolut, also besser als vorher. Ist das Spiel in Aalen jetzt wichtig für euch? Also wär's jetzt angezeigt, wenn ihr da punktet? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist zwar eine Floskel, aber jedes Spiel ist wichtig. Das Spiel ist auch wichtig, weil wir einfach jetzt zuletzt keine Erfolgserlebnisse hatten. Wir wollen das gar nicht irgendwie dramatisieren oder so, aber wir wollen jetzt schon den Bock wieder umstoßen und da quasi jetzt keine Diskussion irgendwie befeuern oder so, sondern wir haben eine Qualität in der Mannschaft. Wir haben das schon oft genug auf den Platz gebracht und ja, wollen das jetzt wieder zeigen, dass wir sowohl hinten zu Null spielen können als auch vorne Tore schießen. Das ist ja genau der Punkt. Der Trainer hat das jetzt ein paar Mal gesagt. Im Grunde liegt es immer so ein bisschen daran, ihr kassiert hinten halt immer noch Tore und könnt das vorne dann nicht auffangen. Aber die Idee ist jetzt erstmal zu sagen, so, wir machen hinten jetzt erstmal dicht und gucken, dass wir hinten die Null halten. Und das wird halt dann auch deine Aufgabe sein. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, für mich ist da eh immer erstmal der Fokus, dass wir hinten gut stehen, dass wir möglichst zu Null spielen. Ich denke, wir waren aber auch in vielen Auswärtsspielen eine sehr aktive Mannschaft, haben immer vorne eigentlich viel, viel Druck gemacht. Deswegen, wir sind jetzt nicht nur passiv irgendwie im Spiel, sondern im Grunde sind wir schon immer eine Mannschaft, die versucht, auch dem Gegner irgendwie Aufgaben zu stellen und ja, als Mannschaft dann irgendwie auch immer wieder aktiv nach vorne zu spielen. Ihr könnt ja ein bisschen mitnehmen, eure Auswärtsauftritte waren ja bisher durchaus stabil. Osnabrück ist halt ein bisschen dumm gelaufen so mit diesen Szenen vor der Pause, aber ansonsten habt ihr eigentlich auswärts immer sehr stabil gestanden und euer Spiel irgendwie auch durchgezogen. Ist das so, macht euch das ein bisschen Mut für die Partie jetzt in Aalen? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, alles, was positiv ist, müssen wir mitnehmen. So. Wir haben auswärts gute Spiele abgeliefert, hatten da in den letzten Jahren oft mal Probleme mit, dass wir auswärts irgendwie das nicht auf den Platz bringen konnten. Das haben wir jetzt im Verlauf der Rückrunde und jetzt auch am Anfang der Hinrunde schon ganz gut umgesetzt. Ja, trotzdem kann man sich da nicht drauf ausruhen. Ne? Man sollte jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie was schleifen lassen, sondern es geht darum, das jetzt weiter zu festigen und da keinen Millimeter nachzugeben. Okay, tat euch jetzt die Pause ganz gut, einfach 2 Wochen mal eben das so ein bisschen abschütteln zu können, diese blöden Niederlagen gegen Osnabrück und gegen Uerdingen, oder war das gar nicht wirklich notwendig? Ja, also ich kann ja nur für mich sprechen, ne? Ich kann jetzt nicht für jeden Einzelnen sprechen, aber für mich war die Pause gut, weil ich noch ein bisschen quasi Zeitpuffer hatte nach der Verletzung, dass ich mich wieder wirklich vorbereiten kann und jetzt bei 100% bin. Generell ist es, glaube ich, so, nach Niederlagen möchte man direkt wieder auf den Platz und das gerade rücken. So, ne? Deswegen, ja, ich glaube, es wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn es jetzt weitergegangen wäre, aber jetzt konnten wir uns nochmal sammeln, können nochmal uns konzentrieren und mit Anlauf dann in Aalen hoffentlich punkten. Ole Kittner, alles Gute dafür. Dankeschön.